Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dead by Daylight. Wir sind hier gleich auf der neuen Map gelandet. So, mal gucken, wie wir uns schlagen werden. Ich bin mal wieder als Doktor unterwegs. Also ich mag diesen Killer irgendwie sehr gerne. Also ich spiele ihn total gerne. Es das heißt zwar immer, dass der Killer eher was für schlechtere Spieler ist. Eben weil man mit ihm so gut Survivor aufspüren kann und was weiß ich. Ja, mal gucken. So, ich habe dabei korrupte Intervention. Barbecue. Beobachten und zuschlagen. Und Pop Goes the Weasel. Und irgendwie finde ich keinen. Na, mal gucken. Ich werde wahrscheinlich jetzt auch demnächst öfters Killerrunden aufnehmen. Ah, da vorne ist jemand. Gleich mal klicki, 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 okay. Weil ich möchte es gerne mal versuchen, auf Rang 1 zu kommen als Killer. Das habe ich bisher noch nicht geschafft. Ich bin jetzt auf Rang 8. Ich weiß nicht, ob ich mich auf die näher einlassen soll. Aber es ist mir jetzt egal. Ich mach mal den Blas. Ah, da drüben ist noch mal jemand. Weil wenn Leute schon so klicki-klicki machen, die spielen ja nur drauf an, dass ich die verfolgen soll. Oh, die hat einen Schlüssel in der Hand. Ich gehe jetzt der Claudette weiter nach. Mal gucken. Hab ich dich? Ah, ich wusste es. Da näher. Hab ich dich? Da. Gleich mal die toxischen Leute aus dem Spiel nehmen. Die kommt jetzt da hoch. So, einmal. Ich nehme mir gleich noch so ein Ding mit. Ich habe zwar schon eins für den Doktor. Okay, der wurde aufgehoben. Wo war die denn? Ich habe keine Ahnung mehr. Da hinten ist jemand. Interessant. Ich höre was. Ist die draußen? Hä? Der Changeling verdammt weit. Ich mache jetzt mal meinen Pop Goes the Weasel da drauf. So. Ich glaube, die Claudette war hier draußen. Das hat sich so laut angehört. Ich meine, ich gehe mal wieder zurück, nicht um zu tunneln, sondern um den Retter aufzugreifen. Da ist er. Hallo. So, der Retter rennt nach. Ich weiß nicht, ich mag es nicht zu tunneln und zu campen mag ich auch nicht. Also ich mag das als Survivor nicht. Die rennt schon wieder hinter mir her. Noch erwischt. Oh Gott. Du brauchst es gar nicht zu versuchen mehr. So, schnell. Da ist gleich der Haken. Guter Versuch. Aber nicht gut genug. Da hinten. Ah, da möchte ich nochmal gegentreten. So. Da drüben ist jemand. Da ist schon wieder die Claudette, aber die will ich jetzt gar nicht. Schade. Hä? Das war jetzt auch ein bisschen von mir gefailt. Einmal. Palette kaputt machen. So. Dann der Magpie danach. So, wo rennen die denn hin? Das war doch die Sarina gerade, oder? Ach nee. Hä? Was war das denn? Verstehe ich nicht. Da war auch die Nähe schon wieder. Warum? Du kannst gerne als nächstes hängen, wenn du unbedingt willst.
Ah. So, jetzt habe ich vergessen, wo die Mac liegt. Ich habe echt vergessen, wo. Ah, nee, da liegt sie. Ich schau mal die Wand an. So. Ich weiß nicht, was der Plan von Anea ist. Ich meine, es wurde noch kein einziger Chen gemacht. Ich weiß auch nicht, wo die vierte Person ist. Da, da und da. Das ist schon wieder soweit. Nochmal Pop Ghost Weasel. Also man darf sich gar nicht so sehr immer auf diese Leute einlassen, die immer mit dieser Taschenlampe klicken oder die halt schon provozieren, dass sie gejagt werden wollen. Wobei ich das bei der Nähe halt gerade echt nicht verstehe, weil ich muss zugeben, die ist nicht so gut. Das war, glaube ich, die Kraft von Beobachten und Zuschlag. Aber ich frage mich immer noch, wo die andere Person ist. Ich will jetzt hier mal. Je mehr ich verletze, desto besser, aber dann sind die mit Heilen beschäftigt. Ach, da war ja die Tür. Ups. Da. Also gerade eben läuft es eigentlich echt gut, muss ich sagen. Genau. Jetzt schauen wir mal. So. Geh ich mal hier hin, mach mal, setz meinen Blast wieder ein. Da oben. Wer ist das? Du schon wieder. Die legt es echt drauf an, kann das sein? So, kaputt machen. Ihr weiter nach. Ich weiß nicht, die macht irgendwie nichts außer. Okay, mal gucken. Ich meine, die haben eh noch keine Chance geschafft, also kann ich die jetzt auch mal eine Weile jagen, ist mir. So. Egal. Das sind gerade Spuren. Gehen die rein oder raus? Das sind aber auch noch Kratzspuren. Mir fehlt immer noch. Ah! Hallo! Ne, dich hatte ich schon. Oder? Die hatte ich, glaube ich, schon. Ah, schade, der hat geguckt. Ich weiß gerade echt nicht mehr, wer mir noch fehlt, ne? Näher hatte ich, Claudette hatte ich. Ja doch, das muss die sein, oder? Ich habe echt keine Ahnung. Ach, die ist darüber. Machen wir da kaputt. Ja. Ich höre sie. Was ich auch noch sagen wollte. Manchmal fällt euch bestimmt auf, dass ich vielleicht manche Sachen nicht so gut höre, was ihr vielleicht hört. Okay. Keine Nähe da. Also, ihr hört vielleicht Sachen, die ich vielleicht nicht höre. Das liegt daran, dass ich schwerhörig bin. Hier, die hatte ich schon. Ja, also mein Hörvermögen. Hey. Ist halt ziemlich eingeschränkt. Ich trage auch jetzt gerade während dem Spielen meine Hörgeräte mit dem Headset, dann höre ich noch um einiges besser. Aber es gibt eben auch Dinge, die mir dann doch durchgehen, weil ich sie einfach nicht gehört habe oder ja. Nur mal so kurz zur Erklärung. Das war eine coole Drehung. Ich habe noch Pop Ghost Weasel übrig. Ja, mein Blast. Und da ist diese Nähe schon wieder.
Der legt das echt drauf an, weißt du? So, ich gehe wieder. So, ich heb's jetzt schnell auf. Und dann da rein. So, sie hängt. Da war mein Barbecue-Steak. Oh. Okay, gut zu wissen. Warte mal, ich gehe mal da durch. Das ist gut zu wissen. Dann habe ich jetzt mein Barbecue voll. Sehr gut. Da trete ich jetzt auch nochmal gegen. Da war gerade was, oder? Nee. Ich habe gerade gedacht, ich habe da ein Bein gesehen. Da sitzt auch keiner mehr dran. So, ich gehe mal wieder direkt zurück. Da sind Rennspuren. Dann gehe ich doch mal denen nach. Ich mache da mal die Tür kaputt. Blutpunkte kann man nie genug haben. So, wo führen mich die Spuren denn hin? Mach mal meinen Blast wieder. Da ist jemand gewesen. Das war die Mac. Die geht jetzt dadurch, okay. Die hat schnell und leise. Ich habe sie nicht durchs Fenster springen hören. Ja. Ich weiß immer nicht, was ihr Plan ist. Die spielt ein bisschen komisch. Noch erwischt. Boah. So. Palette kaputt machen. Bestimmt ist die näher auch wieder hier irgendwo. Egal, ich heb jetzt auf. So. Jetzt haben sie noch einen Gen fertig. Es ist ja noch alles im Rahmen. Aber irgendwie sehe ich niemanden mit Barbecue. Egal, ich gehe jetzt mal da. Systematisch die Gens ab. Ja. So, ich gehe da lang. Hier runter. Der ist jetzt nicht so weit. Ich gehe mal dahinter. Der wurde auch wieder angefasst. Ja. Bob Goes the Weasel. Setz ich nochmal meinen Blast ein. Oben, oben. Da kracht's. Gehe ich doch mal dahin. Ey, manchmal, diese Map verwirrt mich teilweise total. Ich finde manchmal den Weg da nach oben nicht. Dann finde ich den Weg nach unten nicht. Guten Tag. Da hat sie sich jetzt ein bisschen verrannt. Würde ich mal sagen. Hab ich dich? Gegen eine Wand gucken. Hier einen Haken. Zurück an den Chen. So. Okay. Aber irgendwie sind die Chens jetzt... Oh. Okay, Sarina, dann gehe ich dir nach. Kein Problem. So. Das ist das Schöne an manchen Mindgames. Einfach so tun, als würde man außen rumlaufen und ich springe dir von ganz alleine entgegen. So, du kommst dahin. Okay, die erste ist tot. Der ist noch, der geht noch zurück. Warte mal, ich muss jetzt da lang. Ich gehe mal da durch. Und guck mal, ob ich auf die Seite komme. Hat gerade komisch geleckt. Der geht noch zurück. Da hinten hat es gekracht.
Manchmal, ich weiß nicht, ob die das vielleicht auch mit Absicht machen. Oh, da war jemand. Oh, hallo. Einmal. Ich guck mal, ob ich die vielleicht irgendwie reinlegen kann. Hallo. Dass das geklappt hat. Nice. Sehr schön. Da arbeitet die näher. Muss man meinen Blast einsetzen. Pop Goes the Weasel draufhauen. Ja, die Nähe ist dann auch tot, wenn ich sie kriege. Die ist nach oben gegangen. Nach links. Nee, nach rechts. Guten Tag. Ich glaube, also ich will ihr ja nichts unterstellen, ne? Aber ich glaube, die versucht toxisch zu sein und kriegt das aber nicht so wirklich hin. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich gehe jetzt einfach ihr weiter nach, weil dann habe ich die Taschenlampe aus dem Spiel. Ich glaube, die hat aufgegeben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt sie jetzt mit. So. Ich glaube, dass die immer relativ in der Nähe sind, weil ich sehe nie jemanden. Okay. Ich gehe jetzt mal dahin da. Der geht auch noch zurück. Ja. Mal schauen. Ups. Hier ist niemand. Ich gehe jetzt mal nach oben. Gegen den Chen. Ah, nice, die wird gerettet. Komme ich runter? Das meine ich, ne? Also ich habe Verwirrung pur. Ah, da ist eine Stelle, stimmt. Okay. Okay. Ich habe gerade gedacht, ich hätte irgendwas gehört. Da ist jemand. Ah, die Mac. Hä? Was war das denn? Eigentlich müsste man es ja mal ganz fies machen und so tun, als würde man. Ist die da wieder runtergehüpft? Tatsache. Da lang. Hallo. Ah. Kommen die jetzt von oben runter? Hallo? Ah, da ist ein Haken. Okay. Ja, zu spät gewickelt, ne? So ein Pech aber auch. Ich weiß nicht, irgendwas stimmt mit dieser Nähe nicht. Das Problem ist nur, ich habe kein. Okay, wenn sie nicht wickelt, kommt sie in den Keller. Ja gut, dann haben wir doch alle gekriegt. Sehr schön. Wunderbar. Mal gucken, ob ich die Luke vielleicht noch finde und schließen kann. Mal schauen. Nee, schade. Doch, da vorne war sie, glaube ich. Merciless Killer, sehr schön. War, glaube ich, ein Doppelpip. Ja. Sehr cool. Rang 7. Yay. So. Von den Rängen her war es ja jetzt gar nicht so. Machichi. Das war die Nähe mit der Taschenlampe. Okay, die hatte eisernen Willen, deswegen habe ich sie, glaube ich, mal verloren. Genau, schnell und leise, das war die Mac. Ja, Dead Heart, okay.
Ja, war doch eine solide Runde, würde ich mal sagen. Packbuild ist gut aufgegangen. Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, euch Entschuldigung. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, gerne her damit. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.